Hallo und herzlich willkommen hier nochmal zurück. Gerade hat die Aufnahme irgendwie geblockt oder nicht mehr aufgenommen, keine Ahnung. Mal schauen hier, was wir jetzt hier aus der Sache noch machen können. Wie gesagt, hat der Doktor ja irgendwas hier gemacht. Mal sehen, ob wir hier irgendwas rausfinden können. Hier ist auf jeden Fall unser liebes gutes Radio. Hier ist die Genstruktur, also das Blut. Surgeon's license revoked. Der war so schwer. That didn't stop him, did it? Der Typ war auf jeden Fall Chirurg und hat am Land Menschen rumgeschnibbelt und hat es halt nie hinbekommen. Kreditchip. Wir gehen jetzt einfach mal hier den Tatsachen nach. Wahrscheinlich war dieses Viech, was wir gesehen haben, wahrscheinlich auch das. Wahrscheinlich auch dieser nette Nachbar, den wir letztes Mal an der Tür gesehen haben. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. So. Jetzt schauen wir mal, welches Monster uns wieder hier erwartet. Wow. Wir haben Herzklopfen. Wow. Wow, 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 wow. Alles gut. Ganz ruhig. Alles cool. Ich höre ein Herzklopfen. Wir hören ein Herzklopfen. Dies ist ein sehr schönes Auto. Was genau ist hier passiert? Etwas Schlimmes ist hier passiert. Das wissen wir schon. Aber was genau ist passiert? Das frage ich mich jetzt. Die Tour wurde aufgebrochen. Oder aufge... Wie soll man sagen? Aufgebogen, wollen wir einfach mal sagen. Ich denke mal, dass wir hier unseren Monster begegnen werden, hundertprozentig.
nur noch eine Frage der Zeit, bis wir es treffen. Keiner geht an die Tür. Wollen wir mal schauen, was hier weitergeht. Wie es weitergeht, ob... Matriarch, report DR-3AT activity within the last 15 minutes. Was ist hier passiert? Alles voller Gedärme, alles voller Blut. Werden wir das Geheimnis rausfinden? Das schon entsteht hinter uns. Verbindung hergestellt. Mal sehen, was wir knapp bekommen. Was ist denn das für ein Bild? Wie ekelhaft. Wow, Alter. What the fuck? Ich gehe nicht mal nicht lang. Erstmal noch nicht. Hier kann man nicht aufmachen. Was ist hier los, meine Freunde? Das ist ja der letzte Horrorschuppen. Was zum Teufel ist hier passiert? Wir gehen jetzt mal nicht in den Keller. Zu. Wir müssen aber in den Keller. Das sieht doch ganz nett aus, finde ich, oder? Ist das ein Strip Club oder so? Kann sein, ja, ist es auch. Ich glaube nicht, dass wir so unbeschadet wieder nach außen kommen. Nach oben. Dass uns da irgendetwas noch in den Weg kommt. Aber es scheint wohl nicht zu sein. Sechs, neun. Zugriff gestattet. What the fuck? Es speichert. Das ist ein schlechtes Zeichen immer für mich. Und es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Was ist das denn?
Ist der dosenfest oder was? Hängen nur Dosen rum. Hey PD, I need to ask you some questions. Shh, keep your voice down. He'll hear you. Who will? The one of many shapes. We don't speak his name. The symbols on your door, what are they for? Protection. They used to keep him at bay. But lately, he's been getting bolder. I can tell he's coming for me. It's only a matter of time. Well, there's no one here but you and me. He's always out there, watching, waiting. I won't let him hurt you, if you work with me. I can't. I'm sorry. He'll know. How? He's coming. He's coming! Der Plumpsack. Ey, Foggy. Bin vor. Verdammt, an den Blick aber alt. Hier wäre ein gutes Ende für die Folge. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Ciao mit Fautsche mit Öl. Bis zur nächsten Folge.